Letztens hatten wir hier in der Straße einen Stromausfall und ich musste meine Tochter ganz dringend mit dem Auto aus der Schule abholen und ich bin nicht aus der Garage rausgekommen. Heute würde ich das so machen. Alle reden ja bei uns hier immer über den Blackout, der irgendwann kommt, aber ich glaube da 0,0 dran. Aber ich möchte trotzdem sicherstellen, dass ich die richtig wichtigen Dinge auch daheim erledigen kann, wenn wir einen längeren Stromausfall haben. Und dafür würde ich mir jetzt diese Blue Yeti Box schnappen und zeige euch, was man damit machen kann. Das Haus saugen. Aber Spaß beiseite, Freunde. In diesem Video stelle ich euch die Blue Yeti Powerstation EB70 vor. Und ich sage euch auch genau, warum ich hier geschrien habe, als der Hersteller mich angeschrieben hat. Obwohl ich Filmemacher bin und Fotograf und eigentlich mit Camping und Zelt in der Natur nichts zu tun habe. Aber über was sprechen wir hier eigentlich? Das hier ist ein tragbares Kraftwerk, welches 716 Wattstunden mit einer Ausgangsleistung von 1000 Watt abliefert. Damit kann ich mein Equipment zum Filmen oder zum Fotografieren unterwegs aufladen oder auch so manche Dinge im Haushalt einige Zeit beim Stromausfall mit Strom versorgen. Dieser riesen Akku hier, der verfügt über 10 Ausgangsports, damit ich in der Lage bin, einfach verschiedene Geräte hier entweder aufzuladen oder direkt zu betreiben. Ich gehe mal ganz kurz ins Detail, welche Ports hier an dieser Box verbaut sind. Und zwar haben wir hier zwei USB-C-Ports mit jeweils 100 Watt. Damit kann ich beispielsweise meinen MacBook Pro mit Strom versorgen. Daneben haben wir nochmal zwei USB-A-Anschlüsse mit jeweils 5 Volt und 3 Ampere für das Laden von Kleingeräten, ja, wie zum Beispiel Kameraakkus oder meiner Drohne oder auch Action-Kameras kann ich da gut mit aufladen. Oben kann ich kabellos mein Handy mit 15 Watt aufladen, was echt schnell geht. Hier ist ein Anschluss verbaut für einen Zigarettenanzünder. Darüber kann man zum Beispiel eine kleine Kühlbox mehrere Stunden lang mit Strom versorgen, damit die Biere auch richtig schön kalt bei der nächsten Party bleiben. Hier daneben gibt es nochmal zwei Anschlüsse, die sagen mir selbst nichts. Das sind zwei 12 Volt 10 Ampere Anschlüsse, aber ich besitze überhaupt keine Geräte, die ich hier dran testen könnte. Allerdings, was mir super wichtig ist, sind zwei 230 Volt Anschlüsse für viele, viele Geräte, die weniger als 1000 Watt benötigen. Ja, und zuletzt hat die Box hier noch so eine LED-Leuchte. Ja, gut, die kann man eben entweder im Zelt nutzen oder ich selbst in meiner Ladefläche von meinem Pickup, weil da ist eigentlich immer ständig dunkel und da sehe ich nichts. Und da die Box sehr, sehr oft in meinem Auto mitfährt, ist das eigentlich ein ganz cooles Gimmick. Zum Aufladen dieser Box ist gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, dieses Ding hier überhaupt mit Energie zu füttern. Die schnellste Möglichkeit, diese Blue Yeti aufzuladen, geht über die normale Haushaltssteckdose mit 200 Watt. Die ist dann auch wirklich in 4 Stunden komplett voll aufgeladen und der Ladeport ist hier vorne und das finde ich richtig praktisch. Auch im Auto, im Wohnmobil oder im LKW kann ich diese Box über den Zigarettenanzünder aufladen. Da ist das notwendige Kabel dabei. Im Auto bei 12 Volt dauert es aber 8 Stunden. Aber wenn du vielleicht ein Wohnmobil hast mit 24 Volt Anschluss, kannst du die Powerstation in 4,5 Stunden während der Fahrt gut aufladen. Aber eine weitere und für mich eigentlich die allercoolste Lademöglichkeit ist über die Sonnenenergie. Und ich habe von Blue Yeti ein Solarpanel mit 200 Watt Leistung zum Testen bekommen. Und der Hersteller gibt ja wirklich an, dass die Sonnenenergie die Box so in 4 Stunden mit 200 Watt Einspeisung aufladen kann. Aber ich habe die jetzt schon öfter hier im Oktober auf der Terrasse draußen getestet und ich komme im Oktober zumindest nie auf 200 Watt Einspeisung, eher so auf 130 Watt im Schnitt. Somit gehe ich in den Herbstmonaten hier in Deutschland eher von einer 6-stündigen Ladezeit aus. Ganz sexy ist die Akkulebensdauer.
von der Kiste. Hier ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku verbaut und der spricht wirklich für die Langlebigkeit. Ich kann dieses Gerät über 2500 Mal aufladen und habe dann immer noch eine Rest-Akku-Kapazität von 80%. Ich habe es vorher nachgerechnet, das bedeutet, wenn ich diese Box jeden Tag aufladen würde, könnte ich sie 6,8 Jahre lang nutzen, dass sie immer noch 80% Restakku am Start hat. Also das ist schon mal eine Ansage. Wenn wir schon beim Laden sind, was Buletti wirklich pfiffig gemacht hat, man kann diese Box laden und auch gleichzeitig Strom entnehmen. Ich habe das probiert mit meinem Solarpanel draußen und habe mich gleichzeitig geföhnt. Funktioniert. Aber jetzt ist die Frage, für wen ist diese Box überhaupt was und für was ist die überhaupt da? Ich sag mal, zum einen ist diese Box für so einen 0815-Haushalt, um im Fall eines Stromausfalls auf wichtige Dinge nicht verzichten zu müssen. Wie zum Beispiel Föhn, Heizdecke, Brotschneidemaschine, Thermomix. Wer braucht überhaupt so einen Föhn beim Blackout? Im Intro habt ihr ja ein paar Geräte gesehen, die ich mit der Box betrieben habe. Das klappt auch, ja, aber natürlich auch nur bis zu einer gewissen Zeit, weil der Akku hat halt nur 716 Wattstunden und irgendwann ist der halt auch leer. Nee, aber tatsächlich ist für mich wichtig, ja, bei so einem Stromausfall Licht im Dunkeln zu haben, ein geladenes Handy zu haben, einen Laptop zu haben, der funktioniert oder vielleicht auch ein Radio, Fernseher bestenfalls auch noch, funktioniert auch, der zieht auch nur 70 Watt. Das zweite und für mich auch echt wichtige Anwendungsszenario ist, die Box auch outdoor nutzen zu können. Nicht beim Zelten, sondern tatsächlich beim Arbeiten. Denn wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, um Imagefilme zu drehen, kommt es sehr, sehr oft vor, dass ich den ganzen Tag über unterwegs bin und dass ich verschiedene Locations anfahren muss. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, in den Drehpausen, also in der Fahrzeit oder wenn das Auto steht, meine Kameraakkus, die Drohnen zu laden oder auch den Laptop mit Strom zu versorgen. Manchmal kommt es auch tatsächlich vor, dass ich auf Firmengeländen draußen auf dem Hof bin und muss bei ungünstigen Lichtverhältnissen, zum Beispiel am frühen Abend, noch was filmen. Und dann behelfe ich mir wirklich auch mit der Box, um kein 30 oder 50 Meter langes Verlängerungskabel ziehen zu müssen, um da halt ein, zwei Videolichter anzuschließen. Also das darf man auch nicht vernachlässigen, wie flexibel man mit so einem Ding hier ist. So, zu den Negativpunkten. Das wäre hier die Lautstärke beim Laden. Oder wenn ich hohe Leistung entnehme. Denn die Lüfter, die hier verbaut sind in der Box, die springen dann sofort an und die sind auch tatsächlich hörbar. Aber ich sag mal lieber so, lieber kühlt der Lüfter die Box runter, bevor die einfach abschaltet wegen Überhitzung. Das bringt mir ja gar nichts eigentlich. Was ich auch ein bisschen bedauere hier, es gibt keine App für die Box. Also jetzt so für mich als Nerd wäre es halt schon geil zu wissen über WLAN oder Bluetooth, wie ist die Einspeisung gerade draußen mit den Solarzellen oder wie lange muss ich noch warten, bis die Box voll ist oder was ist überhaupt der Stand? Na, ich muss immer zur Box hinrennen, hier auf das Display klicken und dann sehe ich, was da los ist. Also über eine App wäre es halt schon auch ganz geil. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber die kann auch echt nerven. Die Box, die schaltet man hier, also den USB-Part, Zigarettenanzünder-Part über diesen Knopf, über die Leuchte an und hier den Wechselstrom hier, zack, über die Leuchte. Indoor siehst du diese Lampen leuchten, aber outdoor, draußen in der Natur, siehst du gar nichts bei Sonneneinstrahlung. Also das kann man bestimmt auch irgendwie besser machen. Allerdings hat die Box auch echt viele positive Eigenschaften. Und die für mich wichtigste ist, dass die Box super einfach zu bedienen ist und dass das Display hier sehr, sehr leicht ablesbar ist. Ich sehe, was da an Strom reinkommt, ich sehe, wie viel Strom rausgeht. Das ist super gut. Was auch cool ist, ist der Henkel, weil die Box, die hat einfach 10 Kilo, die du erstmal hochheben musst. Und mit dem Henkel kann man die gut umhertragen. Also ich habe die öfter im Garten oder im Auto oder sonst wo. Ohne den Henkel wäre die mir echt zu sperrig, weil 10 Kilo musst du auch erstmal hin und her hieven. Aber der für mich allerwichtigste und entscheidende Punkt ist, dass die Box 1000 Watt Ausgangsleistung hat. Und das ist echt cool, weil damit kann ich hier im Haus bei einem kurzfristigen Stromausfall so einige Geräte betreiben. Glaubt's mir, ich habe echt alles hier ausprobiert. Aber wisst ihr was? Wenn man so den Solarstrom draußen einspeist und auch gleichzeitig sieht, wie schnell man diesen Strom leersaugt, dann lernt man den Strom tatsächlich ein bisschen schätzen. Oh, die Katze will rein. Na komm rein. Freche. Die Sonne kommt raus, Zeit, die Box wieder aufzuladen.
Wenn ihr Interesse an dieser Bulletti Box habt, geht mal auf die Herstellerseite, die habe ich unten verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut euch die genauen Daten mal an. Außerdem habe ich jetzt auch gehört, in München gibt es einen Bulletti Store, der ist auch unten verlinkt. Da könnt ihr euch die Box direkt vor Ort anschauen. Da kann man sich auch einen ganz guten Eindruck von dem Teil verschaffen. Ich lade jetzt aber erstmal auf. Anfang November und es kommen 126 Watt rein.